Los geht's. Anton hat heute Geburtstag. Happy Birthday! In der Früh stehen schon zwei Geschenke auf dem Gabentisch. Am Nachmittag bekommt er nochmals drei Geschenke dazu. Wie viele Geschenke hat Anton an diesem Geburtstag dann bekommen? Johanna ist ein sparsames Mädchen. Sie hat schon 5 Euro in ihrem Sparschwein. Heute bekommt sie von ihrer Oma nochmals 4 Euro dazu. Auch diese wirft sie sofort in ihr Sparschwein. Wie viele Euros liegen nun im Sparschwein insgesamt? Julia und Justin beobachten Vögel am Vogelhaus. Sie zählen zuerst 5 Meisen. Etwas später kommen nochmals 3 Rotkehlchen dazu. Wie viele Vögel sind nun insgesamt am Vogelhaus? Noah ist ein hilfsbereiter Junge. In der Klasse liegen schon 4 Tablets. Der Lehrer sagt zu Noah: Bitte hol aus dem Konferenzzimmer nochmals 2 Tablets in unsere Klasse. Wie viele Tablets sind dann insgesamt in der Klasse von Noah? Aurelia hat Hasen. In dem Käfig hoppeln bereits 6 Hasen herum. Jetzt bringt die Mama von Aurelia noch 2 Hasen, damit auch diese im Käfig herumhuppeln können. Wie viele Hasen sind dann insgesamt im Käfig? Marlena deckt den Tisch. Sie stellt 3 Gläser auf die schöne Tischdecke. Etwas später bringt sie nochmals 3 Gläser zum Tisch. Wie viele Gläser stehen dann insgesamt auf dem Tisch? Laurin steht bei der Bushaltestelle. Der Schulbus fährt ein. Im Bus sitzen bereits 5 Buben und 4 Mädchen. Nun steigt Laurin auch in den Bus ein. Wie viele Kinder sind dann insgesamt im Bus?